Heute soll es nochmal um die Aufgabe gehen, zu den potenzialen Spannungen und Stromstärken aus der letzten Folge. Und zwar, hier steht Lösung Teil 1. Die Aufgabe ist etwas aufwendiger und deswegen werde ich zunächst einmal ein paar Hinweise zum Lösungsweg geben, die ersten Sachen auch schon berechnen und die weiteren Ergebnisse gibt es dann in der nächsten Folge. Wir gucken uns mal die Schaltung an. So sah die Schaltung aus. Wir hatten ja eine Spannungsquelle von 10 Volt und dann ein Netzwerk mit 1 Kiloohm Widerständen. Und die Aufgabe war es, alle Ströme zu berechnen und die einzelnen Spannungen zu berechnen und die Potenziale an den Punkten A, B, C, D bis H. Das Potenzial am Punkt H war gegeben mit 0 Volt. Und jetzt muss man sich der Schaltung erstmal analytisch nähern. Man muss mir erstmal überlegen, kann man vielleicht Widerstände zusammenfassen? Und ich denke, man sieht relativ schnell, dass die Widerstände R7, R8 und R9 in Reihe geschaltet sind. Vorsicht, R1, R4, R7 sind nicht in Reihe geschaltet, weil es hier Abzweigungen gibt. Also Widerstände sind nur dann in Reihe, wenn tatsächlich der gleiche Strom durch die Widerstände fließt. Bei R1 und R4 ist das nicht der Fall, weil ein Teil des Stroms, der durch R1 fließt, ja über R2 abfließt. Das heißt, die Widerstände R1, R4 und R7 sind nicht in Reihe, aber R7, R8 und R9. Und die Widerstände kann man dann entsprechend auch zusammenfassen. Das mache ich mal so. Ich trage das mal hier unten ein. Also wenn ich diese drei Widerstände jetzt zusammenfasse, dann habe ich hier einen Ersatzwiderstand, den nenne ich mal R7, 8, 9, weil im Prinzip diese Widerstände da zusammengefasst worden sind, R7, 8, 9. Das ist gleich 1 Kiloohm plus 1 Kiloohm plus 1 Kiloohm, also entsprechend 3 Kiloohm. So, damit habe ich diese drei Widerstände zusammengefasst und habe dafür quasi einen Ersatzwiderstand. Wenn man das umzeichnet, dann sieht man, dass dieser Ersatzwiderstand, also dieser R7, 8, R8, R9, parallel zum Widerstand R5 liegt. Und insofern kann ich hier entsprechend wieder zusammenfassen. Ich mache hier mal einen Strich drunter. So, den nenne ich mal R5. 7, 8, 9, weil diese vier Widerstände zusammengefasst worden sind. Und das ist gleich eine Parallelschaltung aus R5 und R7, 8, 9. Also das ist gleich R5 mal R7, 8, 9, also 1 Kiloohm mal 3 Kiloohm geteilt durch 1 Kiloohm plus 3 Kiloohm gleich, hier oben habe ich 1 mal 3, also 3 Kiloohm Quadrat, hier unten habe ich 1 Kiloohm plus 3 Kiloohm. Also 4 Kiloohm, 1 Kiloohm kürzt sich, bleibt oben Kiloohm stehen, was auch ganz gut ist, weil wir einen Widerstand ausrechnen möchten. Und von den Werten her haben wir 750 Ohm. 750 Ohm, also 3 Viertel Kiloohm. Oben steht 3, unten steht 4. Okay, dieser neue Widerstand, dieser Widerstand R5789, ist in Reihe zu R4 und R6. Man kann sich vorstellen, ich habe den R4, dann habe ich diesen Ersatzwiderstand, den ich eben berechnet habe, und dann in Reihe dazu den R6. Das heißt, auch hier kann ich wieder einen Strich runterziehen. So. Ich nenne den Widerstand mal R4. R4, 5, 6, 7, 8, 9. 6, 7, 8, 9. Das ist gleich hier oben 2 Kiloohm, 1 Kiloohm plus diese 750 Ohm plus 1 Kiloohm sind also gleich 2,75 Kiloohm. Weil ich gleich mit den Brüchen besser rechnen kann, schreibe ich das mal als Bruch hin. Also das sind 2, 3 Viertel Kiloohm, 2, 3 Viertel Kiloohm. Und das ist gleich 2, ist das gleiche wie 8 Viertel plus 3 Viertel, also 11 Viertel
Kiloohm. Dieser Widerstand, dieser R456789, das ist der Widerstand, der hier aus diesen kompletten Widerständen sich ergibt, der ist wiederum parallel zu R2. Das heißt, ich kann hier wieder einen Strich machen. Und dann ist R2. Und dann nehmen wir R2. R2 ist gleich. Nein, das ist nicht R2, das ist R2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Also R2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Das ist gleich R2 parallel zu unserem neuen Widerstand, zu diesem Widerstand R. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und das ist gleich 1 Kiloohm mal 11 Viertel Kiloohm. Geteilt durch 1 Kiloohm plus 11 Viertel Kiloohm. Also 1 Kiloohm mal 11 Viertel Kiloohm, das sind entsprechend 11 Viertel Kiloohm Quadrat. 11 Viertel Kiloohm Quadrat, Klammern da drum, geteilt durch 1 Kiloohm plus 11 Viertel Kiloohm, also 4 Viertel Kiloohm plus 11 Viertel Kiloohm sind 15 Viertel Kiloohm. 15 Viertel Kiloohm. Das sind gleich, dieses Viertel kann man rauskürzen, 11 15 Kiloohm. Das kannst du auch gerne mit dem Taschenrechner rechnen. Ich mache das hier einfach mal so in Brüchen. Mit dem Taschenrechner kommt natürlich das Gleiche raus. So, dieser Widerstand, den wir gerade berechnet haben, ist dann wieder in Reihe zu den Widerständen R1 und R3. Das heißt, wir können hinschreiben R-Gesamt. So, da R-Gesamt. Ist gleich und dann eben diese 2 Kiloohm plus die 11 15 Kiloohm, also 2 11 15 Kiloohm. So, wenn man das mal in den Taschenrechner eingibt, dann kommt daraus, das sind gleich 2,73 Kiloohm. So, das ist also der Ersatzwiderstand für die komplette Schaltung. Und wenn man jetzt an diesen Ersatzwiderstand 10 Volt anlegt, dann bekommt man den gesamten Strom, der von der Spannungsquelle geliefert werden muss. Ich schreibe das mal hier oben hin. Also I gesamt ist gleich U1 durch R gesamt. Und wenn man jetzt die Werte eingibt, dann sind das 10 Volt. Geteilt durch diese 2,73 Kiloohm. 73 Kiloohm. Und wenn man das mit dem Taschenrechner macht, dann sind das 3,66, je nachdem, wo man rundet, Milliampere. So, sind ja Kiloohm hier unten. Okay, das heißt, hier in die Schaltung fließt ein Strom von, ich zeichne den direkt mal ein, I gesamt gleich diese 3,66 Milliampere. Der fließt in den gesamten Widerstand und fließt natürlich hier auch wieder zurück.
Also auch da fließt I gesamt. Und mit dem Strom kann man schon mal weiterrechnen. Man kann jetzt zum Beispiel sagen, ich weiß, mein I gesamt sind 3,66 mA. Damit kann ich auch die Spannung ausrechnen, die hier an diesem Widerstand abfällt. Das heißt, ich könnte hier mein U1 ausrechnen. Ich trage was U1 mal eben ein. Das machen wir mal in blau, damit das ein bisschen vernünftig aussieht hier. Also ich hätte hier mein U1. So. Und meine Spannung U1 kann ich ausrechnen, weil ich den Strom kenne und weil ich den Widerstand kenne. Genauso kann ich hier auch meine Spannung U3 ausrechnen. Wenn ich weiß, dass ich hier an dem Punkt H 0 Volt habe und ich kenne die Spannung U3, dann kenne ich auch das Potenzial hier an dem Punkt G. Wenn ich weiß, dass ich hier oben an dem Punkt A 10 Volt Potenzial habe und hier fällt die Spannung U1 ab, dann kenne ich auch die Spannung an dem Punkt B. Und wenn ich das Potenzial hier oben am Punkt B kenne und das Potenzial an G, dann weiß ich auch, welche Spannung hier abfällt. Die Spannung U2. Dann weiß ich auch, welcher Strom hier durchfließt, weil ich den Widerstand R2 kenne. Den Strom könnte ich von dem Strom abziehen, dann weiß ich, welcher Strom da reinfließt. Unten entsprechend genauso und so komme ich an das Potenzial am Punkt C. Ja, und das ist deine Aufgabe fürs nächste Mal, jetzt die Schaltung entsprechend weiter zu berechnen, um dann die einzelnen Potenziale C, D, E und F und die Ströme entsprechend auszurechnen.